So, nach einer kurzen Pause geht's direkt weiter und ja, wir haben Igor besiegt und es bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig, als zurückzulaufen und noch ein wenig Erfahrung für meinen Raketenwerfer zu sammeln. Juhu! Ja, gut, ich habe erzählt, dass es verschiedene Enden gibt in diesem Spiel und dass ich... Da, verdammt. Na toll, jetzt habe ich meinen Raketenwerfer... Ah, wieder Level 2. So, erstmal... Ah, ja, genau, so ist richtig. Ich habe gesagt, dass es verschiedene Enden gibt. Und zwar 3 Stück. Und man kann halt so einfach das schlechte und das nur gute Ende erreichen, ohne Probleme. Das beste Ende allerdings, um das zu erreichen, muss man ein paar versteckte, optionale Gegenstände finden. Und gewisse Dinge tun. Und ich habe mich nicht... über das Spiel, also ich habe ein bisschen drüber gelesen, nachdem ich es das erste Mal durchgespielt hatte. Und das einzige Mal bisher. Ich habe dann gelesen, es gibt doch da Sacred Grounds und bestes Ende und Items und Waffen, die ich überhaupt nicht gesehen hatte, weil man die auch nur kriegen kann, wenn man bestimmte Sachen erfüllt. Und ja, dann dachte ich mir, ja gut, das willst du irgendwann auch nochmal sehen, aber in dem Moment hatte ich dann keine Lust, Cave Story nochmal zu spielen, weil vor allem der Anfang hier halt, da gibt es nicht viel, was man anders machen kann. Und deshalb habe ich dann erstmal aufgeschoben und ja, jetzt habe ich es als Let's Play angefangen und deshalb versuche ich einfach mal das beste Ende zu kriegen. Denn dann ist es auch ein wenig noch unbekannt für mich, weil ich ja zum Beispiel die Sacred Grounds nicht kenne. Sauhart sein sollen, also da bin ich mal gespannt. Die sollen schwerer sein als der Bossgegner, also der wirklich der Endgegner dann. Und ja, das lässt mich fürchten. Also wie viele Videos ich dann dafür brauche, aber egal. Ich versuch's trotzdem, denn ich will das jetzt schaffen. Ich will Cave Story das beste Ende kriegen. Einfach, ja, ich will es einfach so. Ihr könnt mich nicht daran hindern. Nein, ihr Elefanten werdet das nie schaffen. Na toll, Sprungviecher. Ihr Sprungviecher werdet das vielleicht schaffen. Aber ihr Elefanten nicht, ihr seid viel zu friedliebend. Ich kann sogar auf euch reiten. Aua. Außer ich mache euch böse. Okay, ich mache das bei dem anderen Elefanten. Nein. Okay, Herz, Herz, Herz. Na toll, ich war zu langsam. Sprungviecher, stirb, stirb. Ich brauche jetzt Herzen. Diesmal brauche ich Herzen. Hier, guck mal, sie sind so freundlich. Die lassen mich auf ihn reiten. Aua. Ah, stirb. Mein Herz, aber nur eins. Jetzt könnte ich so eine Herzgruppe gebrauchen, wie dieser eine große Käfer mir gedroppt hat. Aber, na egal. Was soll's, jetzt kommt sowieso so ein Aufladeding. Daher brauche ich die doch nicht. Und, willst du zurück zu Arthurs Haus? Natürlich will ich zurück zu Arthurs Haus. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Zumindest im Moment nicht. Aber vielleicht kommen wir später nochmal für das Ei zurück. Verbinden zum Netzwerk. Eingeloggt. Chat Eurogruppe wird ausgeführt. Kazuma! Bist du da? Bist du okay? Sue? Ist das wirklich du? Oder bist das wirklich du? Ja, ich bin es. Sue Sakamoto. Du bist also auch entkommen. Wo bist du im Moment? Und wundert es euch nicht, dass ein Mimiger einen Menschen als Bruder hat? Sehr mysteriös das Ganze. Genau wie die roten Blumen. You got away? Und der Doktor. You got away too then? Where are you right now? Oh, verdammt. Ich sollte es ja übersetzen. Du bist also angekommen. Wo bist du jetzt im Moment? Ich habe ein paar Dracheneier gefunden. Ist Mama bei dir? Die Tür klemmt und ich kann nicht raus. Ich bin immer noch in diesem Unterschlupf, sort of place. Also in diesem Unterschlupf-Typ-Ding hier, irgendwie so. Keine Ahnung. Der Code für den Sektor ist Grasstown. Versuch mal, ob du einen Scan von Grasstown von da aus irgendwie machen kannst. So. Außerdem, Mom ist nicht hier. Ich denke, dass sie immer noch zusammen mit dem Doktor ist. Sehen irgendwelche Drachen so aus, als könnte man sie sofort ausbrüten? Also mindestens eins von denen sieht so aus. Aber es ist verschlossen mit einem Passwort. Kannst du irgendwas darüber tun? Erhalte Informationen von Kazuma. Komplett. Ort Grasstown Structure D. Juhu. Okay, geht's noch weiter? Ah. Scanning for operational teleporters. Preparing for connection.
Ja, wir kriegen eine Connection zu nach Grasstown. Also, okay, ich komme dann, um dir zu helfen. Warte, genau da, beweg dich nicht am Fleck. Okay, ich hab's verstanden. Okay, ich könnte wirklich etwas zu essen gebrauchen und User Sue hat sich abgemeldet. Na toll, er muss verhungern. Wann kommt denn dieser andere Junge endlich her? Bam, da ist King und Jack. Du bist zurück. Ich hab auf dich gewartet. Ja, und was nun? Ich bin etwas beschäftigt. Doroko wurde entführt von den Schergen des Doktors. Was? Und wir halten dich verantwortlich. Lasst mich laufen. Oh nein. Werden wir nicht. Und wir sind zurück in Arthurs Haus. Und Sue wurde gefangen genommen, weil sie wegen ihr Toroko entführt wurde, angeblich. Weil sie gedacht haben, dass Toroko eigentlich Sue ist, aber das ist sie ja nicht. Willkommen zurück. Sue ist zurück. Ja gut, das wusste ich schon. Sie wurde eingesperrt im Käfig draußen. Wenn die Schergen des Doktors zurückkommen, dann werden wir versuchen, Toroko zurückzubekommen. Im Austausch für Sue, ne? Es ist nicht wirklich nett, ich weiß, aber Toroko ist eine von uns. Das passiert nun mal, wenn du alleine agierst. So wie Sue, ne? Ja, böse Sue, alle hacken auf ihr rum, die Arme. Ja, Lebensenergie und Missiles wiederhergestellt, ja. Und ich will speichern, gerne doch. Und mal sehen. Ich glaube, wir müssen erst mit Sue reden und da ist sie im Käfig. Lasst mich hier raus, sofort. Sei still. Du bist die Reason, genau. Du bist der Grund, dass Toroko entführt wurde. Unsere einzige Chance ist, dich zu übergeben, da dann für das Beste zu haben. Du. Wie übersetze ich das jetzt? Sie lässt halt über ihr seine Augen und nennt ihn einen Freak. Wenn wir Toroko nicht zurückbekommen, also nicht sicher zurückbekommen, ich schwöre dir, ich werde dich in der Luft zerreißen. Nee, das können wir doch nicht zulassen, also diese Gewalt. Nee, das ist unverantwortlich hier. Du bist die Nummer eins, du bist der Chef. Du kannst doch nicht einfach sowas machen. Das ist das Schicksal von allen, die die Ordnung in unserem Dorf zerstören. Ja, ich hänge fest. Die Schergen des Doktors haben meinen Mimiga entführt und sie haben dabei gedacht, dass ich es wäre. Ihr Name ist Toroko. Und da kein anderer Mimiga hier etwas mit mir zu tun haben will, während hier sonst kein anderer Mimiga etwas mit mir zu tun haben wollte, war sie freundlich und nett zu mir. Ich weiß. Warum gehst du nicht an meiner Stelle? Mein Bruder ist an einem Ort namens Grasstown. Finde ihn und bring ihn zurück. Okay, das werde ich doch mal tun. Wir haben zwar immer noch keine Ahnung, wer wir sind und was überhaupt vor sich geht, aber wir können uns immerhin nützlich machen. Und wer weiß, vielleicht bringt uns das auch einen Schritt weiter auf der Suche nach unserem Gedächtnis. Ja, wir wollen speichern. Und wir benutzen wieder den Teleporter, denn Sue hat ihn ja für den Grasstown-Teleport freigegeben. Ein Teleport. Und wir können einmal zurück zum Air-Corridor, da wollte ich aber jetzt nicht hin. Stattdessen geht's nach Grasstown. Ja. Das nächste Level. Zwar etwas schwerer als das erste, aber amüsanter. Es ist nicht ganz so linear, wie man schon an der... Okay, man sieht es an der Karte nicht. Die Karte ist auch langgestreckt, aber man sieht da der Hinterbereich, der ist nicht so ganz linear, aber das ist jetzt egal, geh weg, Karte. Das sehen wir gleich. So, Santas Haus und es ist verschlossen, toll. Da steht ein Mega, das ist Santa, aber ich gehe erstmal hier hoch. Hier ist nämlich noch so eine Chutulu-Figur.